Ein wichtiger Mittelsmann und Zeuge im Mordfall der maltesischen Journalistin Daphne Caruana Galizia ist mit schweren Messerverletzungen an Hals und Körper in ein Krankenhaus gebracht worden, wenige Stunden vor einem Gerichtstermin in Valletta. Der Taxifahrer sei von einem Polizisten, der sein Haus bewachte, verletzt aufgefunden worden, so die Polizei. Sein Anwalt hatte demnach zuvor vergeblich versucht, seinen Klienten zu erreichen. Nach Angaben der Polizei hat die Situation nach einem Selbstmordversuch ausgesehen, man ermittle aber noch. Die regierungskritische Bloggerin Caruana Galizia war im Oktober 2017 mit einer Autobombe in die Luft gesprengt worden. Der Taxifahrer hatte im Gegenzug für Informationen zu dem Mordfall Straffreiheit erhalten. Vor Gericht hatte er ausgesagt, dass ein Unternehmer ihm Geld gegeben habe, um Auftragskiller zu bezahlen. Caruana Galizia hatte über Korruption beim Bau eines Gaskraftwerks recherchiert, an dem der Unternehmer beteiligt war. Die Krise nach dem Mordfall hatte zum Rücktritt von Premierminister Joseph Muscat im Januar geführt.